Anna-Maria Ferchitschi Friseurbesuch, bis 2 Uhr morgens. In Dubai scheinen die Uhren anders zu ticken. Warum sonst war Anna-Maria Ferchitschi bis tief in die Nacht beim Friseur? Anna-Maria Ferchitschi, 42, hat Deutschland schon vor langer Zeit den Rücken gekehrt. In Dubai lebt die Influencerin gemeinsam mit Ehemann Bushido, 45, und ihrer wilden Rasselbande. Dass das Leben dort ganz anders ist als in Deutschland, wird immer wieder klar. Doch was Anna-Maria Ferchitschi ihren rund 860.000 Fans jetzt ganz nebenbei erzählt hat, dürfte dennoch für viel Verwunderung sorgen. Aber der Reihe nach. Anna-Maria Ferchitschi wagt Haarveränderung. Die schöne Ehefrau des Rappers hatte wohl Lust auf eine haarige Veränderung. Deshalb hat sich Anna-Maria Ferchitschi in die Hände des Coiffeurs ihres Vertrauens begeben. Und das nicht etwa mal für ein oder zwei Stündchen. Nein, die 42-Jährige saß wohl viele Stunden auf dem Stuhl und kam erst tief in der Nacht wieder nach Hause. Wie sie in ihrer Story auf Instagram verraten hat: Ich saß tatsächlich bis 2 Uhr beim Friseur. Und war um 2.30 Uhr zu Hause. Erzählt Anna-Maria Ferchitschi. So richtig scheint die deutsche Auswanderin das auch nicht glauben zu können. Sowas gibt es auch nur hier. Betont die Ehefrau von Bushido und verrät dann, dass sich der Aufwand aber gelohnt habe. Bin sehr zufrieden. Fast wie früher, Bushido-Gattin mit blonder Mähne. Die Haare von Anna-Maria Ferchitschi erstrahlen in neuem Glanz, wirken warm und harmonisch. Ein Look, der ihr gut steht und fast ein wenig an die Zeiten erinnert, als die heutige Bushido-Gattin noch mit ihrem ersten Ehemann verheiratet war und ebenfalls als Blondine durchs Leben ging. Doch im Gegensatz zu früher wirkt ihre Mähne heute nicht so kühl, sondern viel goldener und ist auch noch ein ganzes Stück länger. Ein Look, den Anna-Maria Ferchitschi wirklich tragen kann und der sicher auch ihrem Liebsten gefällt.